Bibelverse für Kinder erklärt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Jesaja 9, Vers 5. An Weihnachten hört man die Weihnachtsgeschichte. Die meisten von euch haben sie gehört. Jesus wird als der Sohn Gottes von einer Jungfrau mit Namen Maria geboren. Als sie schwanger wurde, war sie mit Josef verlobt, der sie verlassen wollte, weil er glaubte, dass Maria ihm untreu war. Ein Engel erklärte dem Josef in einem Traum, dass dieses Kind der Maria vom Heiligen Geist gezeugt war und Jesus heißen soll. Nun mussten die beiden nach Bethlehem gehen, um sich schätzen zu lassen. Aber was bedeutet das? Damals war der römische Kaiser Augustus Herrscher auch über Israel. Nun wollte er wissen, wie viele Leute eigentlich in Israel leben. Dazu musste jede Familie in den Heimatort des Familienvaters gehen. Maria und Josef wohnten zu der Zeit in Nazareth, und das war ziemlich weit weg von Bethlehem. Das kleine Städtchen Bethlehem, das wir meinen, liegt 800 Meter über dem Meeresspiegel im Hügelland Judäa und ist von Nazareth 163 Kilometer entfernt. Wenn man diese Strecke zu Fuß gehen würde, müsste man 34 Stunden ohne Pause gehen. Maria war bereits hochschwanger und stand kurz vor der Geburt. Dazu kommt, dass außer Maria und Josef noch viele andere Menschen unterwegs waren, denn alle mussten in ihre Vaterstadt gehen. Und nun kommen sie völlig übermüdet nach tagelangem Laufen über bergiges Gelände endlich in Bethlehem an und finden keinen freien Platz. Alles ist bereits restlos belegt. Die Unterbringung, in der Maria ihr Kind zur Welt bringen muss, ist sicherlich nicht so romantisch, wie es oft dargestellt wird. Der Vers, den wir heute betrachten, wurde schon 700 Jahre vor der Geburt Jesu geschrieben. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Jesaja 9, Vers 5. Meint dieser Vers vielleicht etwas anderes? Es werden ja viele Kinder geboren. Aber die Herrschaft ruht auf seiner Schulter? Das betrifft nur ein Kind. Vielleicht habt ihr mal von Georg Friedrich Händel gehört. Er hat ein großes Musikstück geschrieben für Chor und Orchester. Zu diesem Stück sagt man auch Oratorium. Es trägt den Namen Messias. Georg Friedrich Händel ist einmal sehr krank geworden. Er hat, als er jung war, auch viele Opern und Tanzlieder geschrieben, aber während seiner Krankheit lernte er zu beten. Gott schenkte es, dass er wieder gesund wurde und dass er wenige Jahre später dieses wunderbare Werk schreiben konnte. Die Musik hat er selber geschrieben, aber wo hatte er den Text her? Oder wie man das in Musikerkreisen auch sagt, das Libretto. Er hatte den Text aus der Bibel, besonders aus dem Alten Testament, wo die Propheten vom Kommen des Erlösers sprachen. Texte, die vom Kommen des Erlösers sprechen, nennt man messianische Weissagungen. Den größten Anteil an diesen Texten hat der Prophet Jesaja. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Jesaja 9, Vers 5. Die Musik, die ihr jetzt im Hintergrund hören könnt, ist genau dieser Vers aus dem Messias von Händel in englischer Sprache, weil Händel lange in England gelebt hat. Auf Englisch hört er sich so an. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Die Umstände, unter denen der Herr Jesus vor über 2000 Jahren geboren wurde, waren sehr schwierig.
Was mich immer wieder traurig macht, ist, dass damals in Bethlehem viele kleine Kinder sterben mussten, weil der König Herodes sie umbringen ließ. Er wollte keinen anderen König auf dem Thron sehen als nur sich selbst. Der Herr Jesus, der eigentliche König, ging den Weg des Kreuzes. 33 Jahre nach seiner Geburt stirbt der Sohn Gottes für deine und meine Sünden. Er wird sein Friedensreich auf dieser Erde aufrichten. Seine Macht wird kein Ende haben. Lasst uns diesen Vers sprechen und unseren Gott und Vater loben und ihm die Ehre geben. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Jesaja 9, Vers 5. Wir wünschen euch und euren Eltern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.